Thema Heimat hatten die Schüler viele kreative Ideen entwickelt. Im Rahmen eines Schüleraustausches mit Partnerschulen aus Nijmegen in den Niederlanden und aus Lublin in Polen sowie der Gesamtschule Schermbeck hatten insgesamt 32 Schüler an einer Projektwoche teilgenommen. Da haben wir in verschiedenen Workshops versucht, uns dem Thema Heimat zu nähern. Was ist vergleichbar, was ist anders? Also das waren die Themen. Dann haben wir natürlich mit denen auch eine Menge Ausflüge gemacht. Wir waren in Dorsten, haben dann auch zusammen noch ein Fußballspiel geguckt, waren da in der Zeche in dem Museum. Dann waren wir im Landschaftspark in Duisburg und haben dann eine Stirnlampenführung nachts gemacht. War ganz eindrucksvoll, der Hochofen und die Lichter und die Dunkelheit, also es war wirklich eine prima Sache. Die einzelnen Gruppen der Workshops setzen sich aus niederländischen, polnischen und deutschen Schülern zusammen. Meine Klasse hat drei Projekte getan. Die haben geessen, in der Essenbereitung. Die haben eine Artklasse gehabt und die haben ein Tunnel-Drama-Stück gemacht. Am vergangenen Freitag wurden die verschiedenen Projekte der trinationalen Gruppen in der Aula der Schülerschaft der Gesamtschule vorgestellt. Dazu gehörte auch ein Trommelworkshop, der von Paul Gregor, Instrumentallehrer der AG Bläserklasse in der Gesamtschule, geleitet wurde. Also wir nennen das Schrottorchester, weil wir quasi alle möglichen Gegenstände benutzen, außer Instrumente, um hier irgendwie was zustande zu bringen. Zum Thema Heimat präsentierte der Theaterworkshop eine Mischung aus Dialog und Gesang. Der Cooking-Workshop hatte für die Gäste eine Auswahl aus niederländischen, polnischen und deutschen Gerichten zusammengestellt, die natürlich alle probiert werden durften. Mit einer begehbaren Installation hatte sich die Projektgruppe Kunst zum Thema Heimat auseinandergesetzt. Die Schüler waren begeistert von dem Dreiländerprojekt. Die Projektwoche fand ich gut, weil man kam mit den Leuten auch aus anderen Ländern mehr ein bisschen näher zusammen. Ja, man lernt so mehr von denen, was sie so tun, was deren Alltag ist. Ja, und zum Beispiel bei den Workshops, wo wir haben jetzt zum Beispiel Kochen gehabt, bei den Kochen, da zeigen die auch einen, so, was die gerne essen, was sie machen, wie es gemacht wird. Man lernt halt neue Sachen kennen, die man hier nicht so essen kann. Für musikalische Unterhaltung während der Projektpräsentation sorgten die Bläserklassen der Gesamtschule Schermbeck. Die Projektwoche der Gesamtschule wurde gefördert vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk und dem Rietschitzer-Preis des Landes Nordrhein-Westfalen, ein Wettbewerb für deutsch-polnische Projekte anlässlich des Jubiläums der Partnerschaft mit Polen und der Bundesrepublik.